Ja, liebe YouTube-Freunde, es ist jetzt 10 nach 10, Freitag, 20. März, und die Sonnenfinsternis ist im Gange. Das Licht ist schon leicht diffus, und ich werde jetzt mal durch mein Schweißschild schauen. Ja, es ist ein bisschen schwierig, ich kann das nicht im Schweißschild filmen, denke ich. Aber es ist doch schon, ich würde wohl sagen, ein Drittel der Sonne ist bedeckt vom Mond. Man sieht es gut. Ich spitze da übrigens Roundup, mache da fluglos Kartoffelanbau, und das Eilt sollte eigentlich schon lange gespritzt sein, damit da das Grüne nicht zu gross wird. Ja. Schön, also man muss sich das vorstellen, die Sternwarte ist auf dem Land, rundum, nur Landschaften, Wald, man sieht noch ein paar Flugzeuge in dem Sonnenlicht, die anfliegen auf dem Flughafen, und es sind wirklich mehrere hundert Menschen da. Und gell, man erwartet mehrere hundert Leute, das heißt, ja, und man hört ja so ein bisschen im Hintergrund, wie voll ist es denn schon? Es ist mega voll, also ich würde sagen, sicher mehrere hundert sind schon da, und das Lustige ist wirklich, von ganz jung bis zum Oma und bis zum Opa, da haben wir zum Beispiel den Elias, der im Moment gerade durch so ein grosses Teleskop schaut. Und Sie, die uns jetzt zuhören, können uns übrigens schnell sehr gerne anrufen und von Ihrem ultimativen Sonnenfinsternis-Erlebnis erzählen, vielleicht in den 60er Jahren, wenn Sie es ganz am Anfang von der Sendung gehört haben, oder 1999, oder Sie können auch anrufen, wenn Sie jetzt gerade irgendeinem verrückten Ort mit spannenden Menschen zusammen sind und im Himmel hochschauen und auf den Höhepunkt von dieser Finsternis warten. 0848 440 222. Ich würde mich freuen, wenn Sie schnell anrufen.